Und damit hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge des Oblivion Let's Plays, beziehungsweise zur 15. Folge des Oblivion Die zitternden Inseln Let's Plays, wo wir in der letzten Folge gerade von Shiogo irgendwas erfahren haben, dass wir jetzt hier einen der beiden Könige töten sollen und wir uns entschieden haben, dass wir den König von Mania töten wollen, um auf seinem Kopf Platz zu kommen. Und dazu sollen wir ihn mit einer Überdosis Grünstaub töten. Und haben herausgefunden, wie wir das am besten machen können. Und zwar, indem wir Glubschauge... Heißt die Glubschauge? Ja, Glubschauge verfolgen und das herausfinden, wo das Silo für Grünstaub ist. Und das machen wir jetzt gerade. Wir sind jetzt in dieser Folge gerade dabei, dass wir jetzt Glubschauge verfolgen. Da hinten kommt sie um die Ecke. Um herauszufinden, wo das Silo für Grünstaub ist, damit wir den König mit einer Überdosis töten können. Und noch für als Info, Grünstaub ist wohl irgendwie eine recht beliebte Droge unter den Leuten hier. Und... Willkommen im Haus von Mania. Wird deshalb als sehr wertvoll gehandelt. Und diesmal bleibt sie auch nicht so wie in den einen Versuchen der letzten Folge stehen, sondern sie geht tatsächlich auch raus. Wir warten ganz kurz, damit wir sie nicht aus Versehen triggern, bevor wir durch die Tür gehen. Damit sie weit genug weg ist. Haben wir es jetzt schon? Ich hoffe. Naja. Ging gerade noch so mal gut. Normalerweise macht sie sich jetzt auf den Weg zum Buchladen. Aber... müsste dabei noch eine Abzweigung für eine besondere Besorgung machen, wie sie selber sagte. Und es ist wieder eine Schleichverfolgerfolge, wo es etwas ruhiger ist. Fasst euch kurz, Sterbliche. Und da finde ich, merkt man, oh, sie biegt ab. Die Unterschied zum Knights of Snyder-On doch sehr stark, dass man hier doch sehr viele ruhigere Folgen hat, dass mehr so ein Laber-Add-on ist, wo es tatsächlich nur darum geht zu reden. Das habe ich ja schon letzte Folge erklärt. Ja. Sie scheint sich wohl tatsächlich jetzt auf den Weg zu machen. Hier hinten rechts war sie noch nie. Na, was macht sie? Beweg mich nicht. Ich folgte Glubschauge zu einer unauffälligen Nische im Palast. Von dort aus sollte ich beobachten, was sie tut. Ja, mache ich gerade. Also jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, alles klar. Oh. Der Kopf hat sich umgedreht. Ich habe beobachtet, wie Glubschauge den geheimen Eingang zum Grünstaubsilo öffnete. Dort muss ich hineinkommen und mir zwei Extradosen der starken Droge verschaffen, ohne erwischt zu werden. Ja, dazu wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich noch warte, bis sie rausgeht. Aber wir können es auch einfach so probieren. Es ist rot. Was heißt was, wenn es rot ist? Kann entweder heißen, es ist eine scheiß Idee. Oder es ist eine gute Idee. Die Frage ist jetzt, wo ist sie? Wir laufen einfach mal weiter. Kriege ich sie als Punkt angezeigt? Nee. Dachtet ihr etwa, ihr könntet der Gerechtigkeit des Fürsten Sheogorath entkommen? Euer Diebesgut wird jetzt beschlagnahmt. Ihr könnt entweder Schaden... Ja, alles klar. Habe ich gespeichert, wo wir angekommen sind, haben wir. Automatisch. Also hier müssen wir uns durchschleichen, vorsichtig. Das wird wohl jetzt über ein paar Versuche mehr hinauslaufen, weil ich nicht weiß, wo denn tatsächlich die Wachen sind. Oh. Hilfe! Hilfe! Dachtet ihr etwa, ihr... Ja, also ich muss auf jeden Fall es so hinkriegen, dass sie mich gar nicht erst entdecken. Also, auf Deutsch gesagt, einmal entdeckt ist schon Fail. Hier sehe ich keinen. Dort haben wir eine Wache. Hat sie mich jetzt schon gesehen? Dachtet ihr etwa...
Ach ja. Also probieren wir es doch nochmal links lang. Und schleichen aber da links und hoffen, dass uns dort dann die Wachen, die da jetzt gleich durchgehen, nicht sehen. So, hier sind jetzt gleich Wachen. Da ist erstmal nur sie. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste jetzt noch eine Patrouille kommen. Okay, ich speichere mal und gehe nach vorne. Schön leise. Wie sieht die Karte aus? Okay. Und wieder in Deckung. Kommt die mir hier entgegen? Kommt sie? Dachtet ihr etwa, ihr könnt... Gut. Demzufolge haben wir also das Problem, dass hier links eine Wache ist. Ja, sind wir entkommen. Jetzt ist die Frage, wann kommen hier die nächsten? Ich speichere an der Ecke. Ja, hier ist eine Wache. Dachtet ihr etwa, ihr... Mit der können wir nicht viel anfangen. Okay, sie kommt mir auch wohl entgegen, so wie das aussieht. Er hat mich direkt wieder gesehen. Oh shit. Halt rechts! Okay. Wir laden nochmal am Eingang. Was habe ich denn für einen Schleichenskill eigentlich, wenn ich gerade schon gesehen habe, dass mein Schleichenskill sich verbessert hat? Tab. Schleichen. Oh, ein Schleichenskill von 7. Ich kann natürlich richtig gut schleichen. Kein Wunder, dass ich immer entdeckt werde. Habe das Schleichen ja nie benutzt. So, wo wir genau hin müssen, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Dass es hier Wachen gibt. Ich aber nicht weiß, wie die genau laufen. Es gibt hier wohl jetzt rechts eine Wache. Obwohl, das ist ein Versuch wert. Wir probieren das mal. Und zwar, dass wir... Dachtet ihr etwa, ihr... Wir haben mich jetzt schon entdeckt. Okay, der andere Versuch, den ich noch als Idee hätte, wäre, dass wir hier rechts lang gehen. Ich muss zugeben, dass ich keinen Bock habe, so lange zu schleichen, aber ich habe ja keine großartige Wahl. Und zwar hier. Muss ich aber an dieser Wache irgendwie vorbeikommen. Ich glaube, sie hat mich schon gesehen, oder? Nein, hat sie noch nicht. Du bist nur verhahn. Okay. Jetzt hat sie mich gesehen. Damit wieder zum Eingang. Das heißt, ich probiere es mal, hier an dieser Stelle irgendwie vorbeizukommen. Weiß zwar selber noch nicht so richtig wie, aber wir probieren das jetzt hier irgendwie mal. Machen hier ein Quicksave und dann auf hier durch. Jetzt läuft sie gerade in diese Richtung.
Wenn sie mich jetzt nicht entdeckt haben. Dann habe ich es hier vorbei geschafft. Ich schleiche einfach mal den ganzen Weg weiter. In der Hoffnung, dass mein Schleichen-Skill sich dabei nochmal unglaublich erhöht. So ein witziges Learning by Doing. So, jetzt gucke ich kurz auf die Karte. Wir müssen theoretisch einfach nur geradeaus. Mach nochmal einen Quicksave. Problem wird sein, dass ich nicht weiß, wo jetzt die Patrouillen langlaufen. Dachtet ihr etwa, ihr... Das war schon mal falsch. Also probieren wir es hier rechts rein. Und hoffen, dass hier keine ist. Es kann aber auch eine ganz simple Sackgasse sein zum Verstecken. Es sieht nach einem einfachen Versteck aus. Also würde ich jetzt vermuten, dass entweder diese eine Wache dort alles klar. Soweit geschafft. Also diese Wache rennt wohl nur hin und her mit diesen Stückchen. Wir sprinten noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob beim Sprinten der Schleichenskill auch verbessert wird. Also ich überlege, wir spielen 113 Folgen und kommen jetzt in der 113. Folge endlich mal auf die Idee, Schleichen zu skillen. Wir müssen hier nach rechts. Weiß nur leider nicht, wie viele Wachen hier sind. Wir machen doch lieber leise. Na gut. Sie kämpft sogar gegen uns. Gehen wir wieder hier hin. Wir sollen es ja hinbekommen, ohne dass sie uns entdeckt. Also müssten wir jetzt theoretisch hier unten warten, bis sie erstmal wieder da unten rauskommt. Solange wie sie da drin ist, brauche ich hier mein Glück gar nicht versuchen. Was natürlich jetzt etwas blöd ist, aber nicht zu ändern. Also warten wir jetzt, bis sie da rauskommt. Wir können derzeit ja unseren Schleißen-Skill skillen. Und wir warten hier unten eine Stunde, das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß halt beim besten Willen jetzt nicht, wie lange sie jetzt dort drinne bleibt. Ich weiß, dass hier hinten der Gang hier reingeht und dass sie dort hinten ist. Und dass sie sich, wenn ich komme, unsichtbar macht und mich angreift. Ach ja. Und ich weiß auch nicht, welchen Weg sie läuft. Das kann auch sein, dass ich gleich auf der falschen Ecke stehe. Ich könnte zumindest mal schauen. Wann sie kommt. Wo ich jetzt eigentlich schon wieder so nah dran bin. Dass man ja sagen kann, das wird eh nix. Ja. Man hätte es sich denken können, wir machen jetzt folgendes, wir warten hier drinnen mal eine Stunde. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht warten. Wie schön, wie soll ich denn da hinten reinkommen, wenn sie da hinten ist und ich hier nicht warten kann? Vielleicht bleibt sie sogar da hinten und ich habe gar keine Chance und ich muss sie töten. Das wäre natürlich noch behinderter.
Obwohl, wir können es mal probieren. Wir probieren mal die Haut-drauf-Methode und töten sie mal. Mehr als komplett schief gehen kann das ja nicht. Weil erstmal, wir so tun ja so, als würden wir hier langschleichen und würden entdeckt werden. La 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 la. Oh, wer bist du denn? Unbehandelter Grünstaub. Hat sie sich jetzt verpisst? Ich habe 2 Dosen Grünstaub bekommen. Jetzt muss ich irgendwann vor 8 Uhr in Thaddäus Küche schleichen und versuchen, heimlich jeweils eine Dosis in seine Mahlzeit und in seinen Wein zu tun, ohne gesehen zu werden. Sonst muss ich es morgen Abend erneut versuchen. Gundla bereitet das Mahl am Morgen zu. Darum muss ich bis zum Nachmittag warten. Werde ich bis zum Nachmittag warten müssen, bis ich sein Essen vergiften kann. Was mich jetzt verwundert, sie hat mich doch gesehen. Wieso bin ich nicht gescheitert? Das wundert mich so ein bisschen. So entdeckt werden darf ich wahrscheinlich auch nicht. Wir machen auch mal keinen Safe. Erst wenn ich mir sicher bin, dass die mich da oben nicht angreifen, dann mache ich wieder einen Safe. Machen wir hier mal einen Hard Safe. Davor ein? Nee. Auch immer noch Kampfmusik. Hier fix links rein. Hat gepasst. Jetzt ist die Kampfmusik vorbei. Der Wind gewesen sein. Das klang jetzt eher so, wie als wäre sie jetzt nicht mehr getriggert von mir. Wird ja auch gesagt, muss der Wind gewesen sein. Wenn ich meinen Kopf gehe, ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, aber erstmal muss ich hier unten raus. Ich muss jetzt schauen. Ja, sie hat mich sofort entdeckt. Wann diese eine Wache dort da ist. Jetzt sind wir noch in Fight. Jetzt müsste sie ja gleich in die Ecke kommen und sagen, muss der Wind gewesen sein. Hier noch um die Ecke. So, hier kamen sie mir entgegen. Schauen, ob sie es wieder macht oder nicht. Es war wohl gar nichts. Ja. So, jetzt machen wir ein Hard-Save wieder. Also es gibt ja automatisch Speichern, Schnellspeichern und richtiges Speichern. Und beim automatischen Speichern, das überschreibt sich, das Quick-Save überschreibt sich, nur das richtige Speichern, der Hard-Save, der überschreibt sich nicht. So, die Ecke hier finde ich persönlich ist jetzt eigentlich die schwerste. Oh, 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 oh. Boah, gut. Und auf geht's raus. Vioch hat sich unser Schleichenskill verbessert in der Kürze der Zeit. Auf 10, von 7 auf 10. 3 Punkte haben wir bekommen. Scheiße. Der Zutritt zu diesem... Das war eine Fähigkeit, die ich vorher nicht hatte. Und natürlich verkacke ich nochmal kurz vorm Ende, ist doch logisch. Ja. Also von reinem Timing her, hier hinstellen, kurz warten. Und dann bin ich schon im richtigen Moment. Jetzt warten und dann müsste es richtig sein. Ja. Nee. Der Zutritt. War leider nicht richtig. Oh Mann. Ich bin halt echt der Falsche für Stealth-Missionen.
So, noch einmal warten, noch eine Ehrenrunde. Ich sehe sie halt leider nicht. Ach. Dies ist aber auch keine Chance lassen, geht mir auch so auf den Sack. Weil ich war hier schon durch. Das ist das viel Schlimmere. 3, 2, jetzt. Ein falsch. Jetzt. Oder eben auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie ich es jetzt am besten machen soll. Ich weiß gerade nicht, warum ich es einmal geschafft habe. Und jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass sie mich nicht angucken darf. So viel weiß ich. Wie sie mich der halt Zutritt entdeckt, obwohl ich sie noch nicht mal entdeckt habe. So, noch einmal schön langsam. Ich habe keine Ahnung, wo sie gerade ist. Jetzt mache ich mal ein Quicksave. Sie war gerade auf dem Weg hierher. Immer noch? Jetzt ist sie gerade auf dem Weg weg. Wir warten hier. Hat sie mich entdeckt? Es sieht gut aus. Sie hat mich wohl nicht entdeckt. Entweder sie ist rumgebackt oder sie hat mich nicht entdeckt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ich hoffe einfach mal, sie hat mich entdeckt. Ich speichere. Und muss jetzt hier nur noch nach links rauskommen. Ohne dass hier rechts eine Wache gerade kommt. Das sieht soweit gut aus. Leichen aus und raus hier. So, jetzt schaue ich mal, wenn ich jetzt hier an den Wachen vorbeilaufe, hast du noch fast Interesse an mir? Sterbliche. Nein, perfekt. So, alles war richtig. Jetzt müssen wir das nur noch mit den Essen hinbekommen. Das könnte jetzt auch eine Herausforderung werden mit meines Schleichenskill. Was sagt denn... Also erstmal, der Schleichenskill ist immer noch auf 10, richtig? Richtig, und das ist übrigens kein Hauptattribut. Das ist das letzte Attribut, was hier einsortiert ist. Jetzt sollen wir hier Folgendes machen. Ich habe zwei Dosen Grünstaub bekommen. Jetzt muss ich mich irgendwann vor 8 in Thaddäus Küche schleichen und versuchen heimlich jeweils eine Dosis bla und bla reinzutun. Vor 8. Wir haben es vor 8. Also probieren wir es mal. Die Frage ist... Willkommen im Haus von Mania. Was da jetzt die beste Uhrzeit ist, und ich muss mal schauen, wo ich rein muss. Willkommen im glückseligen Gewächshaus. Ja, also wir müssen hier hinten rein, oder was? Mhm. Gut, dann. Einmal richtig speichern, kennt er ja schon, und dann einfach mal hier rein. Kann sein, dass es jetzt die völlig falsche Uhrzeit ist. Und vor allen Dingen ich auch noch ein schwieriges Schloss zu knacken habe, was ja eigentlich eh nicht so unbedingt mein... Naja, wo ich nicht gut drinne bin.
Wie ihr seht. Eieiei. Ficken. War schon so gut. Eins. Dann halt nicht. Ja, das wird nichts werden. Da werden wir das Safe Game laden müssen. Letzte Dietrich. Haben wir keinen mehr. Sehr schön. So, um Schlösser aufzuknacken, schwere, dürfte ich nicht genug Mana haben, oder? Schwieriges Schloss, Klacke 202. Wie viel Mana habe ich? Insgesamt 110. Also das kriegen wir nicht hin. Dann probieren wir es nochmal. Vermutlich wird hier tatsächlich die größte Herausforderung sein, dass ich das Schloss knacken muss. Und hier unten, das kann man auch mal probieren, ob das irgendwas bringt. Oh. Okay. Unerwartet. Wir machen den Hard Safe, weil ich glaube nämlich, dass die Wache mich direkt rausschmeißen wird. Sie wird es zumindest versuchen. So, wir schauen mal rein. Die ist ja immer noch auf dem gleichen Weg hier. Ah. Aber ihr seid doch nicht aggro auf mich, oder? Nein. Willkommen im glückseligen Gewächshaus. Sehr gut. So, Quick Save und... Komm, die wird mich auch direkt, dachtet, ne? Dachtet ihr etwa, ihr könnt... Ja. So, wir warten mal eine Stunde und hoffen, dass die Wache dann gerade in dem Moment mal woanders ist. Weil aktuell haben wir die Wache an einer ungünstigen Position. Sie ist nicht hier. Ui, dort ist sie gerade. Ui, ui, ui. Okay, so, wir machen ein Hard Safe. Wie weit muss ich denn rein? Gar nicht so weit. Halt recht! Das war mir schon fast klar, dass das nicht klappen wird. Manchmal ist offensiv eine der besseren Methoden. So, einmal sollen wir hier... Ist das hier richtig? Bin ich mal auf der falschen Seite des Raumes. Ugh. So, nochmal ein Safe Game. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur schauen, dass wir hier irgendwie nach rechts kommen. Dachtet ihr etwa? Dazu müssen wir aber erstmal schauen, wann die Wache rechts nicht da ist. Ups. Beziehungsweise wann sie nach links durchläuft. Und ob sie uns hier entdecken wird. Das ist auch die Frage. Also die kommt hier hoch. Shit. Dachtet ihr etwa? War wohl keine gute Idee, wo ich mich versteckt habe. Hm. Wie sieht's hier unten aus? Kann ich mich hier unten durchschleichen? Auch nicht. So, die Wache geht jetzt gleich rechts nach oben rein.
Aber die Folge ist vorbei. Das heißt, diesen Schleichversuch probieren wir erst in der nächsten Folge, nicht mehr in dieser. Ich bedanke mich demzufolge bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.